Jetzt stehen wir Kopf über den Hamburger Winterdom. Willkommen zum Winterdom 2022. Ja! Bei von Kriegsbier zu fahren. Achso. Aufgabe von Kriegsbier zu fahren. Mit. Natürlich die Genie. Und Philipp. Ja, nicht wundern, hier ist schon alles abgeschaltet. Wir waren nämlich ein bisschen spät dran mit der Eröffnung. Die Eröffnung wird immer auch meistens zum Ende aufgenommen und das ist nach 0 Uhr. Deshalb ist alles schon dunkel. Heute zeige ich auf jeden Fall die Highlights vom Winterdom 2022. Was hier alles so für tolle Fahrgeschäfte gibt. Und ich sehe gerade einen David, der sich voll mit Puderzucker eingesaut hat hier. Genau. Genau, also wir zeigen euch, was hier für tolle Fahrgeschäfte gibt. Und fahren diese auch. Die kosten. Und genau. Zu den Preisen erzählen wir eine Menge. Fahren wir. Und, genau, ganz wichtig, nicht nur einige, wir fahren Infinity auf jeden Fall. Dann Zirkus, machen noch eine Geisterbahn, Fusis Lachsalon. Geisterbahn heißt Zombie. Und dann fahren wir auf jeden Fall nach Redata, auch richtige Highlights. Und das krönende Abschluss nochmal den Domdancer. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Vlog. Genau, viel Spaß. So, kleine Info noch vorab, bevor das Video richtig losgeht. Wir haben tatsächlich auch noch ein paar Impressionen gedreht vom Dom und ein schönes Walkthrough. Das könnt ihr euch mal angucken, da könnt ihr mal die komplette Runde sehen. Weil wir latschen jetzt hier gerade den Rest des Domplatzes und der ist dunkel. Aber jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Vlog. So, gerade auf Winterdom angekommen und Denise und Leo haben sich erstmal was von Knusper ausgeholt und das natürlich nicht für die Kamera gezeigt. Sorry dafür. Nee, ich hab schon vorher gefressen. Ja, wie sonst was. Komm auf dem Gelände an und erstmal futtern hier. Ja, Knusperhaus war direkt am Anfang. Schnell hin und schon was gefuttert. Was hat's gekostet? Also es waren Schoko-Bananenspieße. 5 Euro beides. Hat's geschmeckt, ja, oder? Ja, wie immer. So, am Eingang habe ich das traditionelle Riesenrad. Richtig nice auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwie so über 60 Meter oder so hoch. Fahrpreis ist 6 Euro. Und ich glaube, für Kinder waren das 4 Euro. Gleich daneben der Wellflieger. Total cool. Auch richtig krass, dass die beiden nebeneinander stehen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Wellflieger kostet 4 Euro. Und wenn man 3 Tickets kauft, nur 10 Euro. Also 3,33 Euro. Plus ein bisschen was. Richtig gut auf jeden Fall. Ja, mal schauen, was wir jetzt gleich auf jeden Fall fahren. Ganz großes Highlight auf jeden Fall Infinity. Sind wir schon richtig gespannt drauf. Alter Schwede, richtig geil das Ding. Ein Fahrtchip kostet 6 Euro. Klar, happiger Preis, aber auch heftiges Teil. Richtig nice. 4 Fahrtchips kosten 22 Euro, das heißt 5,50 Euro pro Person. Circa, ungefähr, genau, exakt. Richtig gut auf jeden Fall. Den fahren wir auf jeden Fall ein anderes Mal, weil wir haben dieses Mal so ein paar andere Sachen auf Programm. Wie gesagt, schon Infinity, Predator und Zirkus. Und mal schauen, wie die werden. Jetzt sind wir gerade in so einer Spielbude, Zelt drin. Ja. Gibt auch so ein paar lustige Spiele auf jeden Fall. Wir wollten einmal reingucken. Denise war neugierig. Große Auswahl hier auf jeden Fall. Und du brauchst die Kamera. Ja, große Auswahl auf jeden Fall. Und große Auswahl. Ja. Große Worte. Aber auch sehr viele Nummern. Ja, also wir kennen uns jetzt nicht so aus, aber ich glaube, das ist schon eine lustige Sache. Aber wir freuen uns gleich auf Infinity, beziehungsweise Denise nicht. Aber hier haben wir auch einen David, der sich schön versteckt. Ja, auch wieder dabei. Geisterfabrik. 6 Euro kostet eine Fahrt. Ist eine interaktive Geisterbahn, wo man mit kleinen Zielkanonen auf kleine Leuchtpunkte schießt und sowas. So kleine Ziele. Ist ganz witzig gemacht auf jeden Fall. Wie gesagt, 6 Euro. Ist echt ganz lustig, das Ding. So, jetzt einmal eine Runde Infinity. 7,50 Euro kostet das Ding. 65 Meter, 125 km/h. Mega nice. Bisschen zu heftig für die Knees. Ja, weil ich ja Best XXL auch nicht so abkonnte.
Deswegen dachte ich so, nee, und das ist ja noch krasser. Spaziere ich so ein bisschen rum. Ja. Ja, Best XXL ist irgendwie 40 Meter, aber auch verdammt schnell, also fast genauso schnell sogar. Nur der macht nochmal einen Überschlag. Ja, seht ihr gleich. Und die Sitze sind halt anders, ne? Ich glaube sogar ähnlich. Ja. Gleicher Hersteller. Ja, aber KMG. Anders. Das andere war ja eher so ein Kreis. Ach so, die Sitzform. Ja, ja. Die Form. Sorry. Wow. Geht ja. War schon lustig. Boah, Alter. Kopf über dem Hamburger Winterdom, das ist echt krass, Alter. Wow. Oh Junge. Auf der Suche jetzt etwas Feines zu essen. Auf jeden Fall, bisher sieht es hier richtig gut aus. Wir stehen hier auch gerade bei den Alpengoaster. Mal gucken, ob wir damit nachher auffahren, aber vielleicht. Naja, und ich bin gespannt, was die beiden Jungs, wenn sie gleich damit gefahren sind, so erzählen. Ja, wir erkunden, zeigen euch, was wir jetzt hier vielleicht so unten machen. Ich habe Leo jetzt gerade leckere Pommes geholt. Das Ganze hat 3,50 gekostet, nämlich Pommes mit Ketchup, Mayo und Röstzwiebel. Ich hoffe, ihr schmeckt es. Ich probiere gleich auch noch mal ein bisschen. Guten Appetit! Ich habe sie eben gerade von hier unten gefilmt. Die müssen demnächst auf jeden Fall gleich kommen, dann bin ich mal gespannt auf deren Gesichter und deren Reaktion. Meistens sieht es ja immer so richtig lustig aus, wenn sie zum ersten Mal mit irgendwelchen Sachen gefahren sind. Aber mein Gesicht sieht dann auch immer nicht besser aus. Naja, auf jeden Fall jeden Moment kommen sie und dann fragen sie gleich mal, wie es war. Und wie war die Fahrt? Ja, also es ist sehr intensiv und sehr hoch, sehr schnell und wenn man oben über den Kopf hängt, ist es schon krass, wenn man alles... Ja, die Welt verkehrt sieht, ne? Genau. Uns kleinen Mäuse von unten. War richtig heftig, ja. Teilweise verliert man, wenn man ganz oben ist und ist die Orientierung irgendwie. Alter, schon saugeil das Ding, also heftig, richtig gut. Na, aus diesem Grund wollte ich damit eh fahren. So, der Alpengoaster, war eben im Hintergrund gesehen. Fahrpreis 7 Euro, für Kinder 6 Euro. Klar, hab ich, aber ich meine, Achterbahnen sind auch super teuer vom Aufwand her. Und ja, allgemein ist ja alles immer ein bisschen teuer geworden inzwischen. Aber auf jeden Fall ein schönes Ding. Fahren wir auf jeden Fall mal ein anderes Mal. So, an dieser Stelle gucken wir jetzt einmal das Feuerwerk. Geht gute 10 ja. Minuten. Wir zeigen gleich noch ein paar Ausschnitte davon. Ein Funfact, wir nehmen die Szene gerade nach dem Feuerwerk auf.
das Feuerwerk? Ich fand das Feuerwerk sehr, sehr schön. Also hat mir echt gut gefallen. Ist aber ein sehr ruhiges mit ziemlich langen Pausen auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Zwar doof war, weil einige Bäume eben halt davor waren. Und ja, es war so ein bisschen suboptimal. Dass nicht so direkt so nach oben geschossen ist, sondern so direkt da beim Baumhöhe. Und konnte man das nur so ein bisschen sehen, aber sonst, ja. Das meiste hat man ja gesehen. Genau, sonst war es schön. Jetzt gehen wir weiter. Zeit rennt weg. Genau. So, mach eins, eine Fahrt. 7 Euro. Schaffe es leider zeitlich gerade nicht, weil da ist eine extreme Warteschlange. Der hat halt, ist halt ein KMG Speed. Der hat nur 8 Sitzplätze. Und dann kann das schon mal passieren, dass man eine halbe, dreiviertel Stunde wartet. Und der Dom hat jetzt nur noch eine gute Stunde auf. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Die wenigen Sitzplätze. Wir haben nämlich noch Predator vor uns. Und Zirkus Zirkus. Das ist sonst so gut wie nie hier. Breakdancer von Andrea Vespermann im Hintergrund. Breakdancer Nummer 2 ist das. Geiles Ding. 48 Leute passt da rein. Heftig, weil die hat irgendwie 6 Drehkreuze. Und eine Fahrt, ich glaube, war 4,50 Euro oder 4 Euro. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann gibt es halt die Vierer-Sets. Genau, Vierer-Set kostet eine Fahrt 3,50 Euro. So, 14 Euro 4 Stück. Und eine Fahrt einzeln kostet 4 Euro. Also kann man nichts sagen. Den fahren wir auf jeden Fall auch noch im Laufe des Winterdoms. Wir fahren jetzt einmal eine Runde mit der Geisterbahn. Zombie. Bin mal gespannt, wie das so ist.
Wahl zwischen einem Freefall Tower und einer Rutsche. Freefall Tower. So, Fussis Lachsalon. Sprachenlernen Bubble. Fussis Lachsalon. 4,50 € kostet ein lustiges Ding, ein Freefall-Element, hat man, wie man gesehen hat. Und daneben war gerade auch der Hip-Hop. Ich glaube Hip-Hop oder Hip-Hop-Jumper. 4 € eine Fahrt. Und jetzt machen wir einmal eine Runde. Zirkus. Richtig nice auf jeden Fall. Eine Fahrt, 5 €. Welcome, good evening. Herzlich willkommen in der Manege des Wahnsinns, Freunde. Jetzt wird's lustig. Jetzt nehmen wir Fuß von der Bremse. Jetzt bringen wir Schwung in die Kiste. Hier. Jetzt ist vorbei mit der Mühlschaft. Jetzt wird die Bremse gefahren. Ready? Go. Auf und nieder, immer wieder. Das ist der Rhythmus, bei dem jeder von euch mit muss. Ladies and Gentlemen, wir schauen uns an unser Board. Geht's euch noch gut? Ja! Wunderbar. Wollt ihr nochmal? Ja! Seid euch sicher. Wollt ihr alle nochmal? Ja! Alles klar. Wir, meine Gäste, immer nur das Beste. Komm schon, sag immer nochmal auf die Kiste. Legen wir nochmal los hier. Habt ihr jetzt die Chance voll? Nö! Was hat er gesagt? Ja, nein, vielleicht. Ach, wisst ihr was? Ist mir egal. Wir machen es nochmal. Schon mal 6 Minuten. Eine geht noch ein hier. Letzte Runde. Letzte Kurve, letzte Schubs. Alter. Wieder. Hebel. Geschafft hier, der hat wieder das, mein Lieber, gewesen. Back to base. Und halte bitte, bitte jetzt nach oben drücken, dann geht's raus, neue Runde, neue Reise. Neuer Spaß. Ja, war geil. Neuer Spaß. Das hat sich gelohnt. Ja, beim nächsten Mal fahre ich mit. Zirkus, geiles Ding auf jeden Fall, ne? Beim nächsten Mal fährst du mit? Genau, jetzt hatte ich noch gar keine Lust. Ist lustig. Hat 6-7 Minuten gemacht und wir sind ein bisschen in Eile. Der Dom schließt nämlich gleich. Jetzt machen wir einmal eine Runde. Predator, richtig gut auf jeden Fall. Freuen wir schon mega drauf. Eintritt, nur 5 €, krass, das ist günstig. Gehkräfte.
So, eben gerade Predator, alter Schwede, das war richtig heftig auf jeden Fall. Jetzt haben wir es tatsächlich nochmal geschafft, eine Runde Gnome Dancer zu erwischen. Komplett im Silent Mode. Ohne Musik, ohne Reko. Oh, ein bisschen Reko war auch noch dabei. Wahrscheinlich war das auch eben das einzige, weil ab 0 Uhr sind halt sau strenge Lärmschutzauflagen und dann wird nur noch das abgefahren, was da über ist und aber alles ganz noisy. Voll geisterhaft. Das war ein heftiger Abschluss. Dome Dancer im Dunkeln und Predator davor als letzte Fahrt. Natürlich nochmal mit richtigen Effekten, richtig geil. Alter Schwede, Zirkus, richtig heftig mit 6 Minuten Fahrzeit. Das war so ein krasser Dome auf jeden Fall. Oder ist so ein krasser Dome. Und genau, Info dazu nochmal. Der hat geöffnet vom 4. September. November. Bis 4. Dezember. Freitag bis Sonntag. Also ein ganzer Monat hat man noch Zeit. Inklusive Feuerwerk, also, 22:30 Uhr an manchen Freitagen. Fall, ja. Unbedingt. Es lohnt sich. Das lohnt sich, ist auch gar nicht teuer. Also ich finde das gut. Boah, wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht, so der Inflation. Ja, dann, was geht so mit den Sachen, die wir jetzt bisher so gefahren sind? Ich kann leider nicht so mitreden, weil ich leider nicht mit allen jetzt so mitgefahren bin. Das verträgt doch leider nicht so. Aber so. Jetzt würde ich sagen, müssen wir gleich nach Hause, weil wir haben das Pech gehabt. Eröffnung und Ende. Ohne Licht. Leider im Dunkeln, weil wir ein bisschen spät dran waren. Ja, ab 0 Uhr wird alles abgeschaltet. Aber trotzdem. Wir hoffen. War es ein schöner Tag und hoffen euch, dass das. Wir hoffen euch, dass uns das Video gefallen hat. Wir hoffen. Sprachenlernen Bubble. Dass euch das Video gefallen hat. Genau. Also bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Tschüss. Und tschüssi.